Sie hören SBS German. Ein zentraler Ausdruck des australischen indigenen Erbes und dessen fortwährender Praxis ist im Land selbst verwurzelt und erstreckt sich auch auf urbane Lebensräume. Wie sollten Architekten, staatliche Einrichtungen und kreative Fachkräfte mit indigenem Wissen umgehen, wenn es darum geht, unsere Umgebung zu gestalten? Professor Brian Martin, ein Nachfahre der Bundjalung, Muruwari und Kamilaroi-Völker aus New South Wales, ist Mitautor der International Indigenous Design Charter, die Best-Practice-Protokolle für kulturell sensibles kommerzielles Design vorgibt. Im Bereich der gebauten Umwelt bedeutet ein Designansatz mit kulturellen Überlegungen, sich auf die spezifische Gemeinschaft und den Ort zu beziehen. Ob es sich um ein öffentliches Gebäude, einen Platz oder eine Wandmalerei handelt, das Design steht immer in Verbindung mit der indigenen Kultur des jeweiligen Ortes. Professor Martin erklärt, wie dieser Ansatz die Vielfalt der indigenen Kulturen Australiens widerspiegelt. We think about indigenous knowledge, indigenous ways of knowing, or when we think about design in particular. All knowledge comes from place, and that's why best practice protocols are about looking at locality and therefore traditional owners of that location and what knowledge and design and that sort of thinking that relates to that particular place and country. So, you know, indigenous led is country led. Der Architekt Jeffar Greenaway, einer der ersten anerkannten Aboriginal-Architekten in Victoria, stimmt dieser zu. Als Nachfahre der Wailwan, Kamilaroi und Dharawal-Völker betont er, dass das Anerkennen der Vielfalt indigener Kulturen in der Architektur über bloße Inklusion hinausgeht und zu einem gerechteren Design beiträgt. Invariably, First Nations people haven't necessarily had a seat at the table to engage within major built form projects. And so it really becomes an opportunity to support voice and agency. Die Rückbesinnung auf das Land bedeutet, Projekte zu entwerfen, die die Geschichte eines Ortes in all ihren Dimensionen erzählen. Nicht nur geografisch, sondern auch in Verbindung mit Verwandtschaftsbeziehungen oder Songlines. What I mean by that is understanding where a project is located and the specific country or language group in which it's situated. We know across this vast island continent that there are over 270 distinct language groups and 600 dialects. Ein Beispiel für diesen Ansatz kann man auf dem Stadtcampus der Universität Melbourne erleben. Dort verbindet ein studentisches Zentrum die Swanston Street im zentralen Geschäftsbezirk mit der Umgebung. Ein Projekt, das von Jeffar Greenaway mitgeleitet wurde. Der Architekt erklärt, wie der Designprozess genau ablief. Engage with a series of indigenous stakeholders. Traditional owners, elders, knowledge keepers, indigenous students, indigenous staff, the university, and we sought to capture their voices. What came out very clearly through the engagement was that there was a story around an eel migration in proximity to the site. And so what we sought to do through the design proposition was to daylight the old watercourses. Das Team entwarf ein Amphitheater und eine Plaza-Route, um den alten Bachlauf zu rekonstruieren, durch den die Aale seit mehr als 60.000 Jahren auf dem Land der Kulin Nation zu Birrarung, dem Yarra River, wandern, um dort zu laichen. Dazu nutzten sie einheimische Pflanzen und Materialien sowie ein Wassersammelsystem mit Teichen auf dem Campus. Der alte Bachlauf, der wurde außerdem für das städtische Regenwassersystem genutzt und die Aale ziehen weiterhin durch ihn hindurch. Jeffar Greenaway sieht dies als Beispiel für den Designansatz, der kulturelle Kontinuität sichtbar macht. Supports the idea of cultural continuity. So too often in the past, Indigenous culture has been framed around it is set back in time. What this does is it reframes and recasts an understanding that we're building upon a legacy of 67,000 years of continuous connection to this place. Professor Brian Martin betont, dass Beziehungen ein weiterer zentraler Bestandteil indigener Designprozesse sind. Es ist dabei wichtig, tiefgehende Beziehungen zum Ort und zu den Menschen aufzubauen. Kulturelle Protokolle, die dürfen nicht als einfache Checklisten betrachtet werden. Relationality is a foundational part of our interactions with place and the agency of country. One of the specific principles of deep listening is really important. You know, that goes beyond the construct of time. Relationships are built around the time of the project, whether it be a research project or a design project, be an architectural firm or government body or practitioners themselves, still need to build the relationality with people and place. Desiree Hernandez Ibinariaga, eine mexikanische Wissenschaftlerin mit Maya, Azteken und baskischem Erbe, ist Senior Lecturer an der Designabteilung der Monash University.
Während ihrer Promotion arbeitete sie mit indigenen jungen Frauen in Australien und Mexiko sowie mit nicht-indigenen Lehrkräften zusammen. Dabei entwickelte sie eine Designmethodik, die das indigene Wissen und die biokulturelle Vielfalt in den Mittelpunkt stellt. Something important in indigenous methodologies is the sense of cultural identity, because it's attached to how we see reality or our cosmology. Beziehungsaufbau sei daher nicht nur eine Voraussetzung, sondern ein zentrales Ergebnis landgeführten Designs, sagt Dr. Ibinariaga. Bevor sie mit ihrer Forschung begann, lebte sie mehrere Monate an einem Internat in ländlichem Victoria, wo sie enge Beziehungen zu indigenen Teenagerinnen aufbaute. Ihr Workshop zielte darauf ab, die kulturelle Identität der Schülerinnen durch die Verbindung mit dem Land zu stärken. Indigenous methodology is something that we need to center is country, like the land, the skies, the waters that we live in. Basically, country, that is the place we exist in, I call it Tonantzintlali, that is Mother Earth in my ancestors' language in Nahuatl, but also relationality, that is the relationships that we have with the material and immaterial and all the entities as well. Olivia Hyde, Leiterin des Bereichs Design Excellence bei Government Architect New South Wales, hat zusammen mit einem Team, darunter auch der Hauptarchitekt Dylan Kombomary, einem Mann des Yugambeh-Volkes aus Queensland, das Connecting with Country Framework entwickelt. Dieses Framework verpflichtet Projektbeteiligte dazu, gebaute Umgebungen so zu gestalten, dass sie sowohl für das Land als auch für die Gemeinschaft positive Ergebnisse liefern. Dazu gehört auch, die Auswirkungen von Naturereignissen durch nachhaltige Nutzung von Land und Wasser zu minimieren. 5 Jahre Arbeit flossen in dieses Rahmenwerk ein, das Elemente landgeführter Ansätze aufgreift und sich von bestehenden Projekten wie beispielsweise dem Parramatta Square inspirieren ließ. Olivia Hyde erklärt. Parramatta Square is a great example of project teams already doing what the framework talks about. In a sense, they've led the framework. Most importantly, I guess, in regards to that, it was designed with Darug cultural knowledge holders right from the outset. So there was a very embedded process working with community in the development of the plans for the square. Professor Brian Martin betont, dass ein tokenistischer Ansatz im Design leider nicht ungewöhnlich sei. Background is mainly in the visual arts creative practice. So I've got the experience of being approached near the end of tendered processes where it's like, oh, we've got to include an Indigenous person. What gets missing in that narrative is it's not Indigenous led. You know, you end up with something that does not integrate the fabric of country within the process and then within the finished building product, whatever it may be. Im Falle des Parramatta Square arbeiteten die Designer daran, die Geschichte und die fortwährenden Praktiken des Ortes sichtbar zu machen, sagt Olivia Hyde. Zu den Merkmalen gehören ein indigenes Kunstwerk, ein Darug-Versammlungskreis und eine Serie von Hinweisen, eingearbeitet in das Pflaster, die auf historische indigene Zusammenkünfte über tausende von Jahren hinweg hinweisen. And it all comes together, you're sort of talking about something that talks to the long-term inhabitation, cultural importance of this place for Aboriginal people, but it's also about recognizing that culture goes on and it's living and it's forever. And so it's making sure that living cultural practices can be kept alive and celebrated and are open to everyone, but also specific people where that's appropriate. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.